Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. In Essen, in Deutschland, da gibt es die Jesuitenkirche, oder gab es vielleicht die Jesuitenkirche, wahrscheinlich gab es die Jesuitenkirche, und dort wurde dieses Bild der Gottesmutter verehrt, ein Gnadenbild der Gottesmutter, die Mutter mit dem geneigten Haupt. So, die Mutter mit dem geneigten Haupt, und dieses Bild kam ja, ein zutiefst jesuitisches Bild, nämlich die Jesuiten, als sie von Portugal, als der portugiesische König sie einkerkern ließ, in Lissabon, in diesem Kerker, das war am Meer, direkt am Meer, kann man auch heute besichtigen noch. Immer wenn das Wasser stieg, und da waren die jahrelang drin, in diesem Kerker, ausgeschaut haben sie wie die Wilden, gibt es eine ganz schöne Biografie. Und immer wenn das Wasser denn kam, also wenn die Flut kam, dann stand ihnen das Wasser regelrecht bis zum Hals. Und dann haben sie immer dieses Bild der Gottesmutter mit dem geneigten Haupt, haben sie immer so hochgehoben. Sozusagen wie, ah, du musst uns jetzt retten, Maria. Immer haben sie das so gemacht, und da war auch ein deutscher Jesuit aus Ingolstadt, glaube ich, dabei. Und der hat dieses Bild dann nach Deutschland gebracht, eben schlussendlich in die Jesuitenkirche in Essen. Und da, immer wenn die Flut so gestiegen war, da haben sie es so gemacht. Und sie hatten keinen größeren Wunsch, als einfach auch mal die Messe zu feiern. Aber das ging nicht. Dann haben sie Weintrauben genommen und sozusagen wie Wein draus gemacht und Brot, ganz kleine Brotkrümel haben sie dann für die Messe. Sie wollten nur eines, sie wollten nur die Messe feiern, keinen Wortgottesdienst. Den hatten sie auch so gefeiert. Aber wenn sie gewusst haben, na, wir brauchen doch das Brot des Lebens, wir brauchen doch Jesus, wir brauchen doch ihn. Also spannend, eine ganz schöne Geschichte. Und das könnten wir uns eigentlich alle so merken, dass wir in diesen Tagen, in diesen Zeiten, in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir so die Gottesmutter brauchen. Weil sonst sind wir so tollpatschig, dass wir von einem Fettnäpfchen ins andere hineintappen. Wir tappen von einem Kuhfladen sozusagen in den anderen. Und das stinkt dann natürlich und ist total unangenehm eigentlich. Vor allem, wenn man barfuß ist. Ist euch vielleicht auch schon mal passiert. Also, und deswegen brauchen wir so die Gottesmutter, dass wir bewahrt bleiben mögen vor diesen Fettnäpfchen Satans. Und die werden nicht weniger. Die werden eher noch viel mehr, viel intensiver, viel hinterhältiger, weil Satan greift uns immer so bei unseren Emotionen an, bei unseren Gefühlen, bei unseren Verletzungen. Das müssen wir ganz gut merken. Er greift uns immer dort an. Bei den Emotionen, Gefühlen, bei den Verletzungen, die wir alle haben. Und deswegen brauchen wir die Weihe an die Gottesmutter. Wir brauchen das, dass sie uns hilft, ganz Kind zu werden, ganz ein kleines Kind zu werden. Und wir brauchen auch die Weihe an den heiligen Josef im Prinzip, dass er uns auch so beschützt. Also so wie Johannes der 23. es geschrieben hat, wir brauchen Josef und Maria, dass sie uns helfen in dieser schweren Zeit. Und wir brauchen natürlich auch Jesus, und wir brauchen natürlich auch das Gebet und den Rosenkranz, und wir brauchen Gott. So, und jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.